Herzlich willkommen zu einem Let's Test Floating Point. Ja, es ist kostenlos auf Steam. Ich bin einfach mal ein bisschen rumgeswitcht in Steam und habe Floating Point gefunden. Ich habe es nur ganz kurz angespielt, genau gesagt 4 Minuten, glaube ich, war es. Und jetzt fange ich einfach mal an zu spielen. Es ist ein ganz simples Spiel. Du bist einfach so ein Punkt und du musst die roten Balken dort einsammeln. Es ist gar nicht mal so einfach, wie es aussieht. Oh shit, das wollte ich nicht, aber egal, dann fliegen wir da runter, packen da hin. Oh, je, je, je. Die Steuerung klingt zwar simpel, ist es aber gar nicht mal so. Das war schön. Nein, nein, nein. Die verschwinden, wenn du zu lange in der Nähe bist. Sehe ich gerade, das ist mir vorher gar nicht... Oh, nein, das wollte ich nicht. So, und jetzt da hoch. Einmal so, und... Ja, genau, den erwischen wir auch noch. Mit Schwung. Ui. Ja, 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 ja. So. Ja. Ich drücke mal M für... Musik Pause, ich mache sie gleich wieder an, nur damit ich mal kurz ein bisschen reden kann, weil die Musik ist irgendwie so laut und ich finde das nicht, wo man die leiser machen kann. Das ist ganz kurios. Es ist, wie gesagt, kostenlos auf Steam und es ist eine mega Abwechslung zu allen anderen Spielen, die man so spielt, weil die meisten Spieler, ich muss es so sagen, machen wirklich irgendwann mal so ein bisschen aggressiv und irgendwann mal hat man so einfach so den Moment, wo man sagt, oh, ich habe einfach keinen Bock mehr. Und ich finde, dieses Spiel ist voll ruhig. Du regst dich nicht auf, du spielst einfach bloß. Es ist die Ruhe im Spiel. So eine richtig schöne Abwechslung. Es ist kostenlos, es macht schon was her. Natürlich, es hat seinen Grund, dass es kostenlos ist. Weil, ich meine, dafür würde ich jetzt kein Geld ausgeben wahrscheinlich. Es ist ein kleines, ja. So, Knobelspiel würde ich jetzt nicht sagen, aber Geschicklichkeitsspiel. Und die Steuerung ist halt eigentlich nur mit der Maus. Ne? Oder ich probiere es mit der Tastatur. Nö, es ist wirklich nur mit der Maus. Ja, man muss immer zu solche Kästen klicken und dann ist das so eine Schnur. Und wenn du da mit der linken Maus das drauf bleibst, zieht es sich immer so ran, wie ihr jetzt hier seht. Und mit der rechten Maus, das ich weiß nicht, habe ich vorhin linke gesagt oder rechte, egal. Aber mit der linken Maustaste klickt man dahin, verhält sich fest und wenn man drauf bleibt, dann zieht sie sich halt ran. Und mit der rechten Maustaste lässt man diesen Faden wieder los. Ne, und dann kann man sich halt immer so Stück für Stück irgendwo hinziehen, so. Ein bisschen Schwung holen vielleicht und dann loslassen. Dann kann man in so eine Richtung fliegen. So, und unter Wasser ist es, es gibt eine Überwasser und eine Unterwasser, wie hier sieht, hier ist ja die Linie, ich bin ja gerade im Wasser. Bei Wasser steigt die auf und bei der Luft fällt die runter. Und hier steigt man wieder auf und bei der Luft fällt man runter. Es ist echt Hammer. Es gibt natürlich... verschiedene Level, die sieht man schon im Hintergrund, die nächsten Level übrigens, ne? So, da ziehe ich mich mal hin, zack, loslassen und jetzt direkt dahin, das wird jetzt... Ah, schade, da... Shit. So. Ach, das war zu schnell. Mist, es ist gerade wirklich... So. Ja, jetzt will ich da nicht mehr runter. Ach, Mist. Na gut, dann machen wir das mal los. Ziehen wir uns mal dahin. Wieder ein bisschen runterkommt. Nein, nicht dagegen. Ja, nein. Ach, Mist. Das ist echt nicht... Das müsstet ihr selber ausprobieren. Es ist echt schwerer, als es aussieht. Weil ich habe mir das Video dann auf Steam angeguckt. Und ich dachte mir, oh, das kann ja nicht so schwer sein, ne? Aber
Jawohl, und dahin. Jawohl, und. Komm schon. Ja, sehr schön. Und jetzt muss ich hier runter. Bleiben wir ein bisschen hoch. Nein, ich muss darüber. Zack. Zack. Jawohl. Und ich glaube, man kann auch rauszoomen. Ach, da oben ist noch eins. So. Einmal mit Schwung dahin. Einmal da hinspringen und. Lalalalalala. Und loslassen. Sehr schön. Dann sieht man auch, das ist auch ganz schön, finde ich. Die Bahn, die du da gemacht hast. Da hatte ich anscheinend wirklich Schwierigkeiten, sieht man. Ja, hier. Und ja, dann würde ich sagen, ab ins nächste Level, oder? Wie geht denn das? Enter to join next level. Und flieg. Bisschen hin. Oh, nicht so nah. Oh, gleich direkt. Jawohl, das gefällt mir hier. Oh, jetzt habe ich den Schwung verloren. Warte. Zack. Einmal hoch. Zack. Nein, das war okay. Dann fliegen wir ein bisschen nach unten. Schauen wir mal, was wir da unten aufräumen können. Nein, das war zu früh. Und. Ach nee, der will wieder nach oben. Ich brauche Schwung nach unten. So, und. So, einmal loslassen. Das schaffen wir. Und den kriegen wir auch. Jawohl. Ach Mist, das war zu früh. So. Es ist wirklich zu empfehlen, wenn man mal ein bisschen einfach mal vielleicht. Oder wenn man so ein Typ ist, ich bin auch so ein Typ, der eigentlich am liebsten nur mit Freunden spielt, kaum was alleine eigentlich. Und wenn halt die Freunde dann mal nicht on sind und du denkst dir einfach, oh Scheiße, was mache ich denn das? Das ist eine schöne Abwechslung, da kann man schön mal. Boah, wunderschön, was ist denn los mit mir? Nein. Na gut, einmal Schwung holen und loslassen. Nach oben. Unten habe ich alles. Einmal Schwung holen. Nein, nicht so weit. Was ist das gewesen? Ist gerade voll kacke. Ich muss mal kurz Schwung holen. Und. Shit. Ja, jetzt geht es natürlich nicht mehr. Ich glaube, wenn man. Ja, Mist, der war schön gewesen. Aber jetzt pass auf. Der ist gut, der ist gut. Die 1, 2, 3, jawoll. Und direkt dahin. Ach Mist, das war zu früh. Eigentlich wollte ich mich dahin festhalten. Und zack, wunderschön. Diesmal sieht man, ich habe nicht so viel gebraucht. Ich habe richtige schöne Linien gemacht, gezielt. Wunderschön. Direkt in das nächste Level. Ich weiß schon gar nicht, wie lange ich jetzt hier schon rumspiele. Eigentlich nicht so lang. Ich will auch gar nicht so lang machen. Ich meine, das ist ja. Da kann man kein richtiges Let's Play draus machen. Das wäre ja ein bisschen kurios. Aber ein bisschen so ein Let's Test für zwischendrin. Sich mal kostenlose Spiele anschauen. Ich glaube, das ist ganz schön eigentlich. Toll, jetzt gammel ich da drin und komme nicht raus, oder? Gott, ich brauche ein bisschen Schwung hier in meinen. Den kriege ich noch. Ah, Mist. Naja, gut, dann nicht. Jetzt pass auf. Jetzt sehen wir den. Eins. Und schade, hier hätte ich alle mitnehmen können, aber mein Schwung ist einfach zu hoch. Den nehmen wir mit. So, sehr schön. Dann nehmen wir das mit. Die kriege ich alle. Eins, zwei. Einmal loslassen. Drei. Ach Mist, das war im Wasser. Das hat mir natürlich mit Schwung gekostet jetzt. Ah, da könnte man, den könnte man trotzdem noch erwischen. Jawohl, da sind wir drin. Den kriegen wir auch noch. Und den kriegt man auch noch. Oder auch nicht. Gut, aber den da. Zack, jawohl. Dann fliegen wir mal wieder hoch und wieder ein bisschen Schwung nehmen. Muss man immer so ein bisschen von hinten aufräumen. So von. Ja, so, weil da kriegt man meistens Schwung, wenn man sich das Wasser berührt. Genau. Und loslassen. Jawohl. Da kann man ein bisschen ranziehen. Es kann es jetzt nicht sein. Es kann es einfach nicht sein. Warte, probieren wir es gleich nochmal. So, ist gut. Ja, jetzt haben wir es. Meins. Und Nummer zwei. Wunderschön warm. Unten im Wasser haben wir ganz viele. Oh Gott.
Man wird echt viel schneller. Also ich glaube, das kriegt auch, bringt man auch mehr Punkte. Im Wasser braucht man einfach die Geschwindigkeit, finde ich. Aber sonst dauert das alles viel zu lang. Dann nehmen wir einmal die Geschwindigkeit mit. Ach, verdammt, das war nicht gewollt. Aber egal, das schaffen wir. Darunter und... Ah, Mist, dann fliegen wir mal dahin. Das bringt auch nichts. Einmal rum. Nein. Mist, es ist im Wasser, es ist echt schwer. Ich komme da nicht rein. Bisschen runter muss ich und dann, dass ich einfach immer noch rumzieht. Eins, zwei, jawohl, genau. Und dann direkt hier weiter. Nach unten. Eins, zwei. Genau. Jetzt so, einmal nach oben und einmal hier entlang. Nein, das wollte ich nicht. Ach, shit. Und hier. So. So kann man auch Schwung holen, wenn man sich da einmal. So, einmal da rein. Zack. Zack, wunderschön. Einmal da richtig zwischendrin durch und dann hier richtig mit Schwung runter. Und nehmen wir die noch mit. Eins, zwei. Wie, wo ist denn? Ach, da hinten ist das letzte. Einfach, komm, nein. Ja, so einmal durch da. Nein, ja, genau so. Und das kriegen wir so. Nein, ich tauche noch rum. Aber trotzdem den Schwung nehmen wir mit. Wunderschön. Das war wieder nicht so schön gekonnt, aber direkt ins nächste Level. Ich weiß gar nicht, wie viele Level das Spiel hat. Den nehmen wir mit. Toll. Ich glaube, wir haben es. Ach, jetzt. Dachte schon, wir haben es jetzt voll verkackt. Den nehmen wir mit. Oh, das war ein bisschen. Oder auch nicht. Aber den kriegen wir trotzdem. Nein, den kriegen wir nicht. Aber den kriegen wir. Oder auch nicht. Naja. Gut, dann nicht. Oder kriegen wir den? Ach, verdammt. Aber den nehmen wir mit. So. Ich will den jetzt. Es kann es doch jetzt nicht sein. Ja, genau. Jetzt haben wir ihn. Ja, ich mag gleich ein bisschen Schwung aufbauen hier. Natürlich ist mir jetzt der im Weg. Aber den kriege ich. Ja, sehr schön. Eins, zwei, drei und gleich hierher. Einmal Schwung mitnehmen. Natürlich ist der jetzt da. Schon, ja, den haben wir mitgenommen. Ich mag jetzt ein bisschen gleich im Wasser machen. Oder auch nicht. Dann halt nicht, ne? So, direkt hier und Mist, warum der jetzt da nicht? Komm schon. Nein, ich steige nach oben auf. Ja, nein, na ja, jawohl, dann können wir direkt da hinziehen. Hohohoho, die will ich mitnehmen. Nein, aber den kriege ich. Ach Mist, manchmal verschätzt man sich einfach so. Hier, nein, siehst du, das war ein bisschen zu früh. Voll abgebremst. Naja, gut, dann fliegen wir mal wieder nach oben. So. Und mit Schwung ins Wasser. Dieser Schwung, der reicht einfach teilweise nicht aus. Ah gut, ich fliege mal wieder nach oben. Komm, nimm den Schwung mit. Direkt da durch. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl, 6. Wunderschön. Direkt dahin. Einmal hoch. Und den mitnehmen. Alter, der war richtig schön souverän und richtig schön. Ich darf nie immer, wenn du einfach gegen diese Dinger kommst, da bremst dich das so dermaßen ab. Also ich finde das wunderbar, das Spiel, so für eine Abwechslung zwischen Battlefield, Counter-Strike, auch The Forest, ja, und ich muss echt sagen, mich freut es. So, es ist kostenlos. Es ist ein schönes Spiel, was man für zwischendrin bekommt. Schönes Geschicklichkeitsspiel. Ach, verdammt. So, jetzt pass auf. Einmal da durch. Ja gut, das war nicht gewollt. Aber nach unten, der war schön. Und direkt da hinten und eins, zwei.
Loslassen. 3, 4, oh shit. Na gut, dann fangen wir nochmal mit dem Schwung an. Und direkt hier. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier eigentlich. Jawoll, richtig schön. Dann kann man richtig schön ins Wasser. Nein, jetzt kam der Scheiß. Den nehmen wir mit. Komm, direkt runter. Sehr schön, richtig tief ins Wasser. Den nehmen wir mit. Nein. Ah, den nehmen wir trotzdem mit. Nein, das kann es doch echt nicht sein. Das gibt's doch nicht. Mist, jetzt habe ich meinen Schwung verloren. So, die Kanten, die bremsen einen voll ab. Das muss eigentlich voll die schöne Linie sein. Sowas bremst dann auch mega ab. Bisschen ärgerlich. Ach, ich kann mal wieder Musik einschalten. Ich hoffe, dass die mich nicht über so stark übertont. Ist auch sehr beruhigend, die Musik, muss man wirklich sagen. Mist. Aber jetzt. So, Nummer 1. Next Level. Boah, wunderschönes Wasser direkt aufgeräumt. Ich mach mal die Musik wieder aus. Ist zwar wirklich schön, die Musik. Aber die ist einfach so laut und ich weiß nicht, wie man die umstellt. Shit. Einmal nicht ins Wasser. Oder? Kriege ich das so? Ja, so könnte ich auch noch die kriegen. Eins, zwei, drei und. Eins, zwei und. Oh, schade. Dann nehmen wir den mit. Einmal springen und ziehen. Komm, den kriegen wir. Jawohl, da noch unten. Einmal so. Zack. Ah, das wollte ich nicht. Egal, dann nehmen wir den mit. Richtig schön hoch. Ach Mist, dann nehmen wir den. So. Ah, der war zu abgekantet. Ah, der ist schön. Nein, der war nicht schön. Ah, jetzt ist er schön. Nein, obwohl. Hä? Ach, das Wasser hatte ich noch gar nicht aufgeräumt. Schon zieh, zieh, zieh. Hey, immer diese Kanten, wo du immer dagegen und dann. Ja, komm. Nein, nicht dagegen. Aber komm, jetzt. Zack, wunderschön. Echt nicht viel gebraucht hier. Sieht man, dass es nicht sein Bier war. Boah, das ist richtig schön hier. Ja, schau mal her. Ui, voll der schöne Kreis. So, aber ich mache Next Level. Na toll, da war ja mal Kacke. 2, 3, 4. Und kriege ich die auch noch? Das wäre ja mal sehr schön. Ah, Mist, der war nicht so schön. Nicht dagegen. Ach, ich ziehe doch schon wie so ein Depp. Jetzt lassen wir das mal raus. Und. Ach, Mann, Mann, Mann. Ach, jetzt komm nach unten. So. Ich weiß gar nicht, ob man da verlieren kann bei dem Spiel. Es wäre echt mal ein Kommentar wäre, can we lose in this game? Das wäre. Weiß es nicht. Na komm, jetzt zieh dich nach unten. Ich brauche Schwung.
Jawohl, genau so habe ich es gemeint. Und einmal zack, zack. Scheiße. Zack, komm, 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 komm. Zack. Zack. So, einmal darüber. So, und unten haben wir alles erledigt. Fliegen wir mal da hoch. Shit, wieder abgebremst. Einmal so. Einmal schön nach oben. Zwei, dann fliegen wir mal schön dahin. So. Und nein, Mist, das war. Ja. Und zack, richtig schöner Wurf direkt dahinter. Oh Mist, den hätte. Ah nein, wieder abge. Okay, aber trotzdem könnte man das schaffen. Ach verdammt, jetzt haben wir es verkackt. Ah, den kriegen wir trotzdem. Der letzte, komm schon. Du schaffst es. Einmal Schwung holen. Das war zu sehr nach unten, aber trotzdem kriegt man den letzten und wunderschönes. So. Ist wie so ein Faden eigentlich. Oh Gott, wo fliege ich denn entlang? Ein Level macht man noch, dann könnte man das letzte Test Floating Point kostenlos eigentlich direkt aufhören. Einmal noch, oh, verdammt. Nach oben. Ich weiß nicht, die Schwierigkeitsgrade von dem Spiel, ich glaube wirklich schwerer werden die jetzt. Vielleicht mal anders, aber nicht schwerer. Es ist immer wieder, es ist nichts gleich. Ich komme noch nicht hoch. Jetzt. Ah, oh, den hätte ich mitnehmen können. Komm schon, du kommst durch. Ja. Wunderschön. Wunderschön. Nein. Und wieder nicht wunderschön. Aber nach oben springe ich trotzdem. So, und, oh Gott, einmal da durch. Ich muss da. Mist. War jetzt nicht so schön. Kann man da trotzdem einen Schwung holen? Nein. Aber. Es ist manchmal so früh. Du denkst dir, oh, diesmal nehme ich. Hey, was war das? Das wollte ich gar nicht. Aber egal, es hat funktioniert. So, dadurch. Ach, verdammt. Da, das meine ich. Manchmal verschätzt du dich einfach. So, genau. Einmal nach oben, einmal nach unten, zack, zack. Und zack, wunderschön. Das ziehen wir mit gleich mit. Da fliege ich auch durch. Mist, guck, da wollte ich eigentlich so einen Schwung holen. Und das wollte ich zum Beispiel auch nicht. Um da durchzukommen, aber dann hakt er sich einmal irgendwo dagegen. Also einwickelt. Und dann hast du eigentlich voll verkackt. Das wollte ich nicht. Ich will da durch. Ich will Oh Gott, das wollte ich nicht. Das war. Manchmal verklickt man sich einfach auch bloß. Ach, verdammt, dazu wollte ich früher loslassen, um mich nach oben zu katapultieren. Aber das schafft man einfach auch nicht. Komm schon. Ah Gott, genau die falsche Richtung. Es gibt's doch nicht. Ich komme da nicht mehr hin. Ich lasse da nicht mehr. Was ist das jetzt? So, jetzt kommen wir rüber. Hey, was ist? Ich muss noch mal ganz woanders hin, weil ich komme von da unten nicht rein. Mal so, einmal nach oben und direkt da durch. Wunderschön. Jetzt ist da gerade volles Chaos und ich fliege richtig. Ach da hängt. Ist Map-Ende hier? Das ist gerade von alleine dagegen und direkt. Wir haben gesagt, das war das letzte Level, glaube ich. Enter und. Will noch eins. Eins geht noch. So, jetzt pass auf. Ich probiere es mal mit der Ansicht, wenn ich durchgehend in dieser Ansicht spiele. Vielleicht ist es irgendwie leichter. Ja, mit Schwung nach oben. So. Der kriegt hier keinen gescheiten Schwung. Ich krieg den nirgendwo her. Jetzt kommt er gar nicht ins Rollen. Aber gut, da ziehen wir ihn mal wieder woanders hin. Das, doch, das Level finde ich jetzt ein bisschen schwer, weil ich hier irgendwie nicht rauskomme.
So. So. Nein, das war jetzt gemein. Ran. Irgendwie wollte ich so schräg rüber. Du hast einfach die Rede, du brauchst echt teilweise Reaktionszeit. Ah, das war auch zu früh. Ich wollte mich so richtig schön hier runter katapultieren, das hat auch nicht funktioniert. Das ist echt nicht leicht. Spielt selber, ist es kostenlos, schöne Abwechslung. Auch nicht viele, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat nicht mal ein Gigabyte, das ist ein paar Megabyte. Und sofort runtergeladen, verbraucht nicht viel. Und ein kleines Spiel für zwischendrin, wenn man mal so alleine zocken muss, wenn die Freunde nicht da sind. Ist es mal was Schönes, Ruhiges. Und die letzten Minuten sage ich eigentlich nichts mehr und ich hau noch ein bisschen die Musik rein. Es ist die Musik blöderweise von alleine ausgegangen. Ich habe sie nicht ausgemacht. Ja, sehr schön. Na gut, jetzt geht's wieder los. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Let's Test. Schauen wir mal, was ich Let's Test. Paar kostenlose Spiele oder ja, was halt so drin ist, was man nicht regelmäßig spielt. Let's teste ich mal. Und ja, bis zum nächsten Let's Test. Ciao.